Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute nehmen wir euch mit auf eine ganz besondere Tour. Ich hatte es in meinem letzten Video ja schon erklärt, dass wir jetzt einige Ausflugsziele vorstellen wollen, die in der Nähe unserer neuen Heimat liegen, also im Berchtesgadener Land. Und heute starten wir einmal hier direkt am Königssee. Vielleicht erkennt der eine oder andere ja schon die Umgebung. Und unser Ziel soll die Halbinsel Hirschau sein. Das kennen vielleicht nicht viele, aber das ist halt diese Halbinsel, wo die kleine Kapelle St. Bartholomä draufsteht. Und die dürfte eher schon einigen bekannt sein. Ja, und wenn man mit dem Schiff fährt, dann gibt es unterwegs so eine kleine Show und die möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Ja, und dieses Trompetenspiel, was ihr jetzt gehört habt, das hat schon eine jahrzehntelange Tradition. Es geht sich einfach darum, dass man an dieser Stelle mit dem Boot stoppt und wenn dann mit der Trompete gespielt wird, hört man ein sehr schönes Echo. Ein einfaches Echo, manchmal auch zweifaches Echo. Früher wurden dafür Pistolen abgefeuert, dann gab es sogar Echos 6-7-fach. Aber aus Brandschutzgründen wurde das halt abgeschafft. Aber nichtsdestotrotz eine schöne Tradition und bei jeder Schifffahrt bekommt man die zu hören. Ja, und jetzt sieht man St. Bartholomä schon im Hintergrund. Dort werden wir dann anlegen und es geht dann direkt Richtung Berge. Man geht auf dieser Strecke etwa ungefähr so 6 Kilometer einfache Strecke. Das hört sich nicht nach viel an, aber ist doch sehr anspruchsvoll. Zwischendurch kommt man hier an dieses ausgetrocknete Flussbett, das ist von dem Eisbach. Der Eisbach ist quasi umgekehrt unsere Wanderrichtung. Das heißt, wenn wir flussauswärts laufen, kommen wir dorthin, wo wir eigentlich hin wollten. Und der Fluss bietet uns somit natürlich eine sehr schöne Orientierungsmöglichkeit. Jetzt haben wir Mai, das heißt, der Fluss ist relativ ausgetrocknet. So im Februar, März, wenn der Schnee anfängt zu schmilzen, dann bildet sich da ein richtig großer Fluss. Man sieht es ja, wie breit dieses Flussbett da unten ist. Ja, und diese Wassermassen, die da runtergeschossen kommen, die sind einfach gigantisch. Wenn man dem Weg dann weiter folgt, dann kommt man später an dieser kleinen Kapelle vorbei. Leider ist diese abgeschlossen. Verstehe ich auch, draußen, dort wo sie liegt, da möchte man natürlich auch dem Vandalismus vorbeugen. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich mal einen kleinen Blick hineinwerfen. So schaut die Kapelle halt von innen aus. Und ich denke, dass die in der Vergangenheit schon des Öfteren genutzt wurde, um eben zu beten. Ja, und dann folgt man einfach diesem Weg immer weiter. Also es gibt Gott sei Dank nicht viele Abzweigungen. Es gibt allerdings auch nicht viel Beschilderung. Das heißt, man muss sich so ein bisschen selbst orientieren können. Und wir haben es einfach so gemacht. Wir haben uns quasi auf dem breitesten Pfad fortbewegt, der in der Nähe dieses Eisbaches war. Denn wir wussten ja, dass der Eisbach dort entspringt, wo wir hinwollen. Und so war es halt einfach, der ganzen Geschichte zu folgen. Ja, und die Szenerie, die man da zu sehen bekommt, ist wirklich wilder Wald. Also man sieht sehr viele umgestürzte Bäume, teilweise auch richtige Waldflächen, die durch Lawinen umgerodelt worden sind. Und dort hinten in der Felswand, da ist quasi unser Ziel. Ich meine, ihr habt es ja im Titel schon gelesen, das Ziel soll die Eiskapelle sein. Das ist eine Kapelle, die sich natürlich bildet, also ich muss das Ganze versuchen richtig zu wiederholen, und zwar ist das das niedrigst gelegene, ganzjährig vorhandene Schneefeld der Alpen. Und genau am unteren Ende dieses Schneefeldes bildet sich halt eine natürliche Höhle, weil zum einen dieser Eisbach dadurch fließt und die Winde, die an dem Berg herunterkommen, die Höhlen
dann quasi diese Eiskapelle noch etwas größer aus. Ja, und es ist halt ein echtes Schmuckstück. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Viele Touristen gehen halt immer wieder dorthin, obwohl der Weg ziemlich anspruchsvoll ist. Ihr seht es jetzt gerade wieder. Man geht also wirklich direkt durch dieses Flussbett hindurch und dort haben sich natürlich Felsen verschiedenster Größe angesammelt. Das heißt, das ist lockeres Gestein und wenn man da drüber hinweg geht, muss man natürlich aufpassen, dass man sicheren Schrittes geht, denn man ist ruckzuck mal schnell mit dem Fuß umgeknickt, kann sich da böse verletzen. Ja, und wenn man da hinten liegt, dann liegt man da eine ganze Weile. Denn dort hinten verirren sich jetzt nicht so viele Leute. Die meisten, die an Bartholomä aussteigen, die schaffen den Weg zur Kapelle oder vielleicht noch ins Wirtshaus und fahren dann weiter zur Salette an. Aber da hinten Richtung Eiskapelle, da muss man schon Glück haben, gefunden zu werden, wenn man da liegt. Deswegen immer vorsichtig sein. Ich bin jetzt hier direkt am Fluss entlang gegangen, habe natürlich immer genau geschaut, wo ich hintrete. Aber nichtsdestotrotz, man sollte immer schön vorsichtig unterwegs sein. Es gibt anstelle des Weges durch dieses Flussbett hindurch noch einen kleinen Pfad. Der geht quasi parallel dazu, links durch den Wald. Aber auch dort ist es natürlich so, dass es da Höhenunterschiede zurückzulegen gibt. Da sind Wurzeln, die aus dem Weg herausschauen, wo man stolpern könnte. Also generell, wenn man in alpinem Gelände unterwegs ist, muss man halt immer aufmerksam sein und sicher sein, dass halt jederzeit irgendwas Dummes passieren kann, was einen komplett zurückwirft oder die Tour radikal beendet. Nun ja, ich habe mich da weiter dieses Flussbett hochgekämpft. Von der Anstrengung her würde ich schon sagen, man muss konditionell etwas fitter sein. Es geht jetzt nicht brutal steil bergauf, aber da hinten könnt ihr vielleicht dieses kleine V sehen, dieses Schnee-V. Das ist unser Ziel, da ist also die Eiskapelle. Und wenn man da am Ende ist, da wird es dann schon wirklich sehr, sehr steil. Auch sehr viel Geröll, also kaum feste Steine, wo man drauf tritt. Und mit jedem Schritt rutscht der Schuh immer so ein paar Zentimeter nach. Das muss einem also bewusst sein. Hin und wieder gibt es auch mal einen kleinen Bach zu überqueren, also diesen Eisbach halt. Aber ich sag mal so, ich glaube, die breiteste Stelle, die wir dort gesehen haben, die war vielleicht so 2 Meter, 2,50 Meter breit. Und der Wasserstand ist halt sehr niedrig. Das heißt, man kann halt ganz normal durchgehen, ohne da unbedingt ins Wasser rein zu müssen. Einfacher ist es natürlich, die Schuhe auszuziehen und direkt durchzuwatscheln. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Films, zum leider traurigen Ende des Films. Denn was wir nicht gewusst haben, ist, dass vor kurzem ein Lawinenabgang war und genau dieser Lawinenabgang hat sich exakt über der Höhle ist er niedergegangen und hat den Höhleneingang versperrt. Das heißt, die Tour war abgesehen von der Eiskapelle leider umsonst, auch wenn es eine wunderschöne Tour war, die wirklich absolut empfehlenswert wäre. Aber dort, wo man es jetzt sieht, da wäre eigentlich die Eiskapelle und die ist leider komplett verschüttet. Das heißt, wir müssen diese Tour in 2-3 Monaten noch einmal gehen. Ich rate übrigens sehr davon ab, die Tour im Winter zu machen, eben wegen der Lawinenabgänge. Es kann sehr gefährlich werden und man möchte natürlich nicht in dieser Höhle eingesperrt werden. Ja, so viel zum tragischen Ende dieser Tour. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao.